Hallo Leute, ich möchte heute mal wieder eine Mod-Vorstellung machen mit dieser Map hier. Wie ihr seht, ist sie von einem englischen Modder gemacht worden. Den Link findet ihr dann in der Videobeschreibung. Das ist die Map, also sehr große Felder. Feld 3 fällt ein bisschen raus, sonst die anderen. Die zwei sind die kleinsten und sonst die anderen extrem groß. Dann schauen wir uns die Map gerade mal an. So, wir sind jetzt hier am Händler. Was ich ein cooles Tool finde, könnte man in allen Mod-Maps einfügen, dass man hier zum Händler reingehen kann und sich hier drin die Felder kaufen kann. Also, Feld 2 hat jetzt 21,50 Hektar, also kein kleines Feld, dass man das dann hier auch sieht. Ha, hier sieht man auch die ganze Hektarangabe. 50, knapp 70, also knapp 70 Hektar, R5, ist halt dann auch dementsprechend teuer. Jo. Genau, dann drehen wir jetzt erstmal eine Runde mit dem Auto. Also wir sind jetzt hier beim Händler vom Hof gefahren. Den überqueren wir kurz. Also standardmäßig gehört man hier das Feld 3 euch. Das ist eigentlich eine gute Idee. So, hier fängt dann schon unser Hof an. So. Also was mir an den hier gut gefällt, es gibt ja auch Schranken und die gehen in großer Entfernung schon auf, also da kann man dann auch mal mit mehr Speed durchfahren. So, was man hier abladen soll, habe ich noch nicht rausgefunden, aber ist auch mal lustig. Hier kann man in den Hühnerstall reinfahren und dann kann ich mit meinem Auto durch den Hühnerstall durchfahren. Ist auch mal was Lustiges. Und das muss ich auch gleich sagen, was ich ein bisschen schade finde, das habe ich jetzt auch getestet. Hier wäre eine schöne große Wiese. Die könnte man dann nutzen zum Grasmähen. Aber das funktioniert nicht. Es kann sein, dass es nur nicht funktioniert, weil ich das Gras nicht angebaut habe. Oder es funktioniert gar nicht. Und das ist halt schade, weil sonst müsste man nicht so viel Gras anpflanzen. Was ich auch mal cool fände, wenn man so eine Leiter hochklettern könnte, weil dann hätte man hier halt gute Aussicht. Und das gleiche ist ja noch mit was, das zeige ich euch dann auch noch. So, der Hof fängt normal an. Hier ist ein Tank. Hier ist ein paar Abstellräume. Das finde ich auch cool, wie man hier die Kartoffeln lagert in so einem riesigen Haus. Und das meinte ich war mit dem Hochklettern. Weil hier die riesen Silos, das wäre halt schon cool, wenn man da hochklettern könnte. Ja, und da ist halt die Siloanlage. Hier geht es wieder raus auf den Hof. Und hier sind Wassertanks. Genau. Sieht aus, als wäre da eine Wasserquelle drunter. Gut gemacht, gefällt mir auch. Was ich auch cool finde, sind diese Reifenspuren auf dem Boden. Ist eine lustige Idee. Muss man halt überlegen, ob man das mag. Ja, und deshalb, ich fände es cool, wenn man da hochklettern könnte. So, jetzt sind wir an der Rückseite von dem vom Lager von den Kartoffeln und ja, das ist auch echt gut groß. Hier ein schönes Bauernhaus. Steht auch noch all die Gerätschaften. Hier ist riesiger Footballfeld. Nee, also das ist halt ein Abstellplatz, da war ich noch nicht drin, da fahren wir nachher auch noch kurz rein. Hier auch wieder, das ist jetzt Schafe ihr Territorium. Was es auf der Map auch gibt, sind Schweine. Ja, habe ich leider keine.
Was ich gut finde, hier kann man Silage und Gras lagern. Genau, so. Das sind die Schweine, die lasse ich weg, weil die hat nicht jeder. Deshalb finde ich das auch nicht so wichtig. So, jetzt haben wir gerade mal hier rein. So, also das ist ein riesiger Platz und sieht aus, als könnten wir hier auch was lagern. Aber das sieht mir nach einem Ballenlager aus. So, ich denke, hier ist zum Ballenlagern gedacht. Fahren wir mal nach da hinten. So, das sind ja, ich weiß ja nicht, bei mir sind es ja nicht so viele Videos, wo ich mache. Wenn euch was gefällt oder ihr habt Vorschläge für die nächsten Videos, schreibt es in die Kommentare. Das hier ist die BGA. Ist eigentlich standardmäßig. Hier halt ein paar Gebäude dazugefügt. Und hier noch ein extra Turm, aber sonst standardisiert. So. Fahren wir mal wieder raus. Das finde ich auch mal cool. Zwei Einfahrten. Und die ist nur für eine Richtung. Genau. Und dann fahren wir mal gerade zurück zum. Genau, da ist in auch irgendein Ding. Ich weiß aber nicht, was das sein soll. So. Gehen wir gerade kurz zurück zum Händler. Also ich war gerade auf Feld 3 und bin gerade auf Feld 3 unterwegs. So. Für einen besseren Überblick schauen wir uns die Map jetzt auch noch kurz aus der Luft an. Weil ich finde, da sieht man dann erst richtig, wie schön die Maps eigentlich gemacht sind. So, die Map geht hier ganz raus. So, dann, ist hier auch noch mal ein Gebäude. Das ist auch zum Verkaufen gedacht. Von verschiedenen Waren, genau. Also, wie ihr schon seht. Ah ne, halt, das ist der Hof, genau. Das ist der Hof. Hab mich hier irgendwie verflogen. So, genau. Das ist nochmal jetzt der Hof von oben. Und ich werde jetzt auch kurz was testen, ob ich das hinkriege. Wahrscheinlich nicht so. Ah, schade, hat nicht funktioniert. Also, ja, ich probiere es jetzt. So, hier sind wir jetzt hinter den Tanks. Also deshalb. Nein, jetzt komme ich nicht mal mehr raus. So. Ja, das war jetzt noch kurz ein kleiner Überblick über den Hof von oben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.